Machen wir hier eine Innentür, muss das Bild nochmal eingeblendet werden, wo die hinkommen. Also VG, dann R. Jetzt springt er hier runter zu R und dann Rasterbild wieder einschalten. Oh Gott, jetzt sehen wir die Türen hier kaum. Also hier ist eine Tür. Hier, hier und hier. Okay. Jetzt muss ich kurz schauen, was haben wir unten im Erdgeschoss für Türen gehabt. Dazu gehe ich nochmal ins Erdgeschossgrundriss. Und das ist dieser hier. Und mal kurz gucken, was wir da für einen Türtyp haben. Den selben verwenden. Also Tür DF, Umfassungstrage, Falls. Okay. Den nehmen wir auch im Obergeschoss, wenn es dasselbe ist. Gehen also hier als EDA Tür DF, Umfassungstrage, Falls. Gehen jetzt also hier auf Tür. Wo haben wir es? Hier Tür. Und nehmen jetzt hier Tür. DF, Umfassungstrage, Falls. Jetzt weiß ich gar nicht die Maße. Was wird, glaube ich. Nehmen wir es mal das. Können wir da noch ändern. Und setzen hier mal eine ab. Einmal. Zweimal. Kommt noch ein Kamin, sehe ich gerade. Hier geht man rein. Hier ist noch eine Tür. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner, aber das können wir dann noch justieren. Hier ist noch eine Tür. Hier haben wir noch einen Konflikt mit irgendwas. Dann mal schauen. Das, ah, die ist zu breit für die. Und hier ist auch noch eine Tür. So. Und jetzt gehen wir auf Escape. Und haben jetzt alle Türen. Hier Tür. Alle Innentüren sind da. Jetzt wieder VG und die. Wo haben wir es? Die Rasterbilder ausschalten. Und wir justieren nochmal die Breiten. Dazu schauen wir mal ganz kurz hier unten rein. Die Breite habe ich mir dummerweise nicht gemerkt, sondern den Typ, also 80 mal 200. Jetzt hier was. Hier 80 mal 200. Ja, das ist ein bisschen zu groß. Ich gehe mal tun, mal alle Türen auswählen. Filter. Türen und wähle jetzt hier 80 mal 200. Ist ein bisschen kleiner. Und mache jetzt dasselbe Spiel, wie wir es vorhin auch schon gemacht haben. Tue zunächst das Ganze horizontal ausrichten. Hier an meinem, an meinem Arbeitsebenenraster. Also einmal hier und das hier. Und hier. Jetzt wird es ein bisschen eng. Das sehe ich gerade. Da werden wir wahrscheinlich. Versuchen wir es mal. Aber das wird wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Aber das ist halt das Schöne auch am 3D, ja, dass man das so verzieht, ja, solche Geschichten. Ja, dass man jetzt gewisse Dinge halt mit berücksichtigen muss, ja, wie zum Beispiel hier die Dicke der Zarge und so weiter. Also hier müssen wir eine andere Tür wählen. Nehmen wir eine 76er. Ich weiß gar nicht, haben wir da hier solche noch kleinere Türen? Harmonie. Das dürfte auch die lichten Maße sein. Müssen wir kurz reingehen auf Typ bearbeiten. Und schauen wir jetzt mal kurz die Maße hier an. Ich weiß nicht, das dürfen die lichten Maße sein. Genau, Maueröffnungsbreite. Und jetzt tun wir es einfach duplizieren. Und ich weiß ja nicht genau, wie die Maße sich hier ergeben, deswegen nenne ich die erstmal so 2,1 und mache mal eine andere Maueröffnungsbreite, nämlich nicht 87,5, sondern 75. Und die lichte Breite, boah, ich weiß gar nicht, wie ist das dann, lichte Breite. Auch nochmal 62,5. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob was jetzt passiert. Hat jetzt geändert, ja. Und jetzt können wir das nochmal versuchen, ob das jetzt hier passt mit der. Ja, jetzt sieht das gut aus. Die lichte Breite, ich wäre jetzt.
Muss ein bisschen aufpassen. Bestimmte Maße, je nachdem wie die Familie gebaut ist, deswegen habe ich ein bisschen gestutzt, bestimmte Maße sind halt entscheidend, ja, die bestimmen die Geometrie, das ist 66. Und bestimmte Maße können Sie dort zwar eintragen, aber die bestimmte Geometrie nie. Das ist leider nie auf den ersten Blick durchschaubar. 75 ist quasi entscheidend, ja, also die Rohbaumaße sind entscheidend. Das finde ich aber auch besser so, ja, dass die Rohbaumaße entscheidend sind, finde ich gut logisch. Gut, aber dummerweise ist das Ganze hier beschriftet mit den lichten Maßen. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal auf Umbenennen und tun die richtigen Maße eintragen. Die Breite wäre jetzt hier 66, also 600 mal 200. So, das wären jetzt die richtigen Maße. Also ich finde es persönlich günstiger mit den Rohbaumaßen. Auch das wieder Geschmackssache. Architekten ziehen in der Regel lichte Maße vor. Ja, und deswegen sind die meisten Türen, weil es normalerweise der Architekt macht, Türen verbauen, sind die meisten Türen halt beschriftet nach lichten Maßen. So, jetzt haben wir das auch noch gelöst, was hier die Benennung angeht. Ja, schauen wir uns das Ganze mal in der Höhe an. Also die Ausrichtung in der Höhe ist auch nicht ganz uninteressant. Dazu brauchen wir dann einen passenden Schnitt. Der wäre jetzt ganz interessant. Wir können aber auch den einfach jetzt hier reinschieben durch die Tür. So, um das nochmal in der Höhe einzustellen, das ist jetzt der AQS1. Vorne auf die Spitze doppelklicken. Und wir springen in den Schnitt. Und hier sehen wir jetzt die Tür. Und da fällt auf, dass die hier noch zu tief ist. Ja, die wird man jetzt gar nicht aufkriegen, weil die jetzt hier im Fußboden verschwindet. Da müssen wir noch ein bisschen justieren. Jetzt haben wir hier einen Fußbodenaufbau eingestellt. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal können Sie die. Das ist ein bisschen ein Nachteil am Revit. Dadurch, dass Sie quasi Bauteile selber definieren können, was natürlich schon ein Vorteil ist. Allerdings ist dieser Definitionsvorgang nicht standardisiert. Das heißt, kann jeder machen, wie er will. Das heißt, die Höhe können Sie jetzt einmal einstellen über den Fußbodenaufbau und oder über die Schwelle. Also, wie gesagt, beim Fenster ist vielleicht aufgefallen, da konnten Sie den Fußbodenaufbau eingeben. Das hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Das hat einfach, das war eine Eigenschaft, die Sie dem Objekt Fenster vergeben konnten, die sich aber in der Geometrie keine Auswirkung hat. Ja, Da müssen wir unterscheiden zwischen Werte, die sie einfach vergeben, um halt irgendeinen Wert da zu speichern, als Information mitzugeben, ohne dass es die Geometrie verändert. Und dann gibt es halt Werte, beziehungsweise man sagt Parameter dazu. Wenn sie die verändern, ändert sich auch die Geometrie. Und das ist aber nie immer sichtbar. Ich fände es praktisch, wenn man das hier irgendwie kennzeichnen würde, dass man sehen würde, aha, ist der Parameter jetzt ein geometrischer Parameter, der halt dann auch die Geometrie verändert oder einfach nur ein Parameter, um halt Informationen zu speichern. Zumal die Information auch redundant ist, ne? Weil Fußbodenaufbau habe ich ja einmal jetzt hier noch mit drin und dann im Prinzip nochmal dazu. Aber okay, schauen wir mal, was wir jetzt hier eingeben. Ich tue mal hier erstmal 0 eingeben, das auszuprobieren. Gehe jetzt hier auf 0, dann auf Anwenden. Und das sehe ich hier, aha, ist so das quasi hier ausrichten. Zunächst werde ich auch mal die Ebene ändern. Gehe also hier auf Ebene, Oberkante, Fertigfußboden. So, und gebe hier auf 0 ein und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja, das genügt eigentlich schon. Ach so, jetzt können wir noch eine kleine Schwelle machen. Von, wenn wir das wollen, wenn ich mit einer Schwelle arbeiten will, was weiß ich, von 5 cm. Und haben jetzt noch eine kleine Schwelle drin, wobei es natürlich jetzt Geschmackssache ist. So, und jetzt haben wir die Sache korrigiert. Jetzt wissen wir, was wir erstmal einzugeben haben. Also hier 0 und hier. Und jetzt können wir das auf alle Türen übertragen. Gehe erst nochmal ins Obergeschoss. Wähle alle Türen aus, alle Innentüren. Gehe auf Filter, schmeiße den Rest raus, den ich brauche. Und gehe jetzt hier auf Ebene, Oberkante, EG, Oberkante, Fertigfußboden, hier Fußbodenaufbau 0 und dann von mir aus eine Schwelle. Von 5 cm. Ja, wäre das. Wir können ja ein bisschen spielen, wir können ja sagen, beim Bad machen wir eine Schwelle bei den beiden Bädern, aber bei den anderen machen wir keine. Also machen wir hier 0, gehen auf Anwenden und machen aber hier bei den beiden Türen eine Schwelle von 5 cm, weil das sind Bäder. So. Schauen wir uns ganz nochmal im 3D an, was man jetzt hier braucht. Achso, die Ausrichtung stimmt auch, das geht nach da, ja, die ist noch falsch. Da haben Sie auch wieder diese Griffe um die Ausrichtung. Also mit dem können Sie wieder die Aufgehrichtung bestimmen und hier nochmal innen oder außen und hier links oder rechts. So, und jetzt passt eigentlich hier überall. Gehen also mal ins 3D. Schauen uns das hier dann nochmal im 3D an. Unsere Konstruktion. Und das sieht ganz gut aus.
Ja, können wir eigentlich so lassen. Okay, so viel zu Türen und Fenster im über, wenn Sie die als Bauteile definieren wollen. Ich habe das hier im Erdgeschoss und im Keller im Prinzip ähnlich gemacht, wie jetzt ich es im Obergeschoss hier demonstriert habe.